Hallo, hier ist Philipp Haas von Investor/Aktien-TV und in diesem Video geht es um die für mich 10 interessantesten Aktien aus Japan. Japan ist immer noch das zweitgrößte Industrieland der Welt und auch wenn das Wachstum nicht mehr hoch ist, hat es immer noch sehr, sehr viele weltweit wichtige Firmen. Ja, was vielleicht nicht alle wissen, es gab da schon mal einen riesen Aktienboom bis 89 und zum Beispiel im MSCI World waren, glaube ich, 35% der Aktien aus Japan zu dem damaligen Zeitpunkt. Das heißt, man kauft damit halt auch immer ein bisschen dann die Blase mit. Und seitdem hat sich der Aktienindex auch davon nicht mehr erholt. Trotzdem, es gab einige Reformen von Abe und langsam steigen auch wieder mal die Löhne und ein bisschen Inflation, da es einfach sehr, sehr wenig Mitarbeiter gibt. Und China war bis jetzt eher ein Problem, da die natürlich immer günstiger werden. Inzwischen ist China aber auch selber reich, dass halt China auch ein wichtiger Kunde geworden ist für Konsumprodukte, aber auch andere Sachen. Sie haben natürlich das große Problem der demografischen Herausforderung und deswegen kann man von Europa auch immer nach Japan schauen, weil Japan ist einfach so ein bisschen 10 Jahre weiter. Trotzdem, der Markt ist deswegen vielleicht auch schon sehr, sehr günstig geworden und durch die Olympischen Spiele könnte auch wieder ein bisschen mehr Aufmerksamkeit auf den japanischen Aktienmarkt kommen. Von den 10 Ideen, die ersten 5 finde ich gut, sind aber ein bisschen teuer. Dann gibt es 2, die eine Sonderstory sind und die letzten 3 habe ich auch selber im Portfolio. Die erste Aktie kennt wahrscheinlich jeder, das wäre Sony. Ja, die machen die PlayStation, machen auch viele Spiele, haben auch Filme etc. Aber der spannendste Bereich von Sony, weswegen die Aktie auch stark gestiegen ist, sind eigentlich so Sensoren für Smartphones, solche Bildsensoren in den ganzen Kameras Anwendung finden. Da haben sie sehr hohe Margen und hohen Marktanteil. Da kommt auch ein guter Teil der Profitabilität. Plus in Zeiten von Netflix sind natürlich Content ist auch wieder wichtig geworden. Filmstudios, da sind sie auch stark. Bei PlayStation sind auch schon ganz gut mit Virtual Reality. Allerdings kann es natürlich sein, wie sieht es in 5 Jahren aus, wenn zum Beispiel Amazon das Gaming in die Cloud bringt und man hat dann schon Fire TV, dann kann es sein, dass dann weniger Leute eine PlayStation selber brauchen, da das alles in die Cloud abwandert. Aktie ist deswegen trotzdem auch schon ganz gut gelaufen. Ich finde es ein bisschen zu teuer, aber aus Momentum-Sicht sicherlich noch ganz interessant. Die zweite Aktie ist ein Weltmarktführer, nämlich Fanuc. Die sind die größten bei Industrierobotern und von sogenannten CNC-Maschinen. Da haben sie einen Marktanteil von über 50%. Und diese Industrieroboter finden aber immer noch am meisten Anwendung in der Automotive-Industrie. Und da ist natürlich das Problem, die kamen gerade ein bisschen runter. Das heißt, es ist ein sehr zyklischer Markt, da in guten Jahren sie sehr, sehr viel Maschinen verkaufen und in schlechten halt weniger. Klar, es gibt ein Servicegeschäft und sie haben auch andere Kunden, aber ein großer Anteil ist immer noch Automobilmarkt. Und aber wenn man auf Roboter setzen möchte, aber das sind halt Industrieroboter, jetzt nicht irgendwie was für zu Hause, dann ist Fanuc die wahrscheinlich hochwertigste Firma. Ein Konkurrent davon wäre zum Beispiel Kukat, den ja die Chinesen teuer gekauft haben. Die dritte Aktie wäre Fast Retailing, kennt man eher unter der Marke Uniqlo. Das ist so, sag ich mal, das Zara von Japan, ist sehr beliebt. In Asien kommen jetzt auch nach Europa, tun sich da noch ein bisschen schwer, haben aber auch den Fokus auf bequeme Kleidung, so Funktionssachen ohne große Marken. Aktie ist relativ teuer, aber wie gesagt, ist halt auch ein relativ stabiles Geschäft, da sie halt auch nicht so modeabhängig sind. Ja. Die vierte Aktie ist ein Riesenkonzern, den man hierzulande gar nicht kennt, das wäre Recruit Holdings. Und die sind fokussiert auf das Problem War on Talents zu lösen, also Mitarbeiterplatzierung. Sie haben ein Segment, was ein bisschen langweilig ist, das ist jetzt eher so eine normale Personalagentur. Dann haben sie aber auch ein Segment, wo sie so vertikale Webseiten haben, zum Beispiel für Schönheitssachen, aber auch für Immobilien, also so ein Immo-Scout-Art. Und was am stärksten wächst, ist eigentlich so HR-Tech, also Human Resource Technologies. Da haben sie zum Beispiel die Webseiten Glassdoor, die ich ja auch in vielen Videos nutze, um die Kultur von der Firma einzuschätzen, wo Mitarbeiter ihren Arbeitgeber bewerten können, also sowas wie Kununu bei uns. Und auch Indeed gehört zu dieser Firma. Also sie sind ein Weltmarktführer bei Jobanzeigen, was auch ein bisschen zyklisch ist, aber dadurch, dass es halt immer weniger junge Leute gibt, gerade in Japan, auch ein Wachstumsmarkt. Leider ist die Aktie schon sehr, sehr teuer, hat auch einen tollen Chart. Mir wäre es jetzt aktuell, wie gesagt, zu teuer, aber ist auf jeden Fall auch eine qualitativ hochwertige Aktie aus Japan. Die fünfte Aktie wiederum sollten die meisten kennen, nämlich Nintendo. Hier ist auch so ein bisschen das Problem, was ich schon bei Sony angesprochen habe, dass, glaube ich, die Gaming-Hardware in der Zukunft nicht mehr so wachsen wird. Ja, früher hatte jeder
im Gameboy. Heute würden diese Spiele einfach auf dem Handy gespielt werden. Was man aber nicht vergessen darf, dass sie die wahrscheinlich stärkste IP im Gaming-Sektor haben. Ja? Super Mario Kart, Mario etc., diese ganzen Sachen. Und die bringen sie jetzt auch zusammen mit Apple aufs Handy. Und das kann natürlich dann auch sehr, sehr hochmargig sein. Man kann jetzt Mario Kart auf dem iPhone spielen. Also da, glaube ich, im Software-Segment können sie noch gut wachsen. Hardware ein bisschen schwierig. Dafür wäre es mir jetzt auch aktuell noch zu teuer. Aber da die Marke halt auch so gut ist von den IP, ist es trotzdem auf meiner Top-10-Liste in Japan. Ja, sie haben ja auch mit den Pokémons haben sie mal einen Riesenerfolg gehabt vor 2 Jahren, glaube ich, mit, wo alle Leute rumgelaufen sind und es gesucht haben. Also da haben sie schon noch einige Eisen im Feuer. Jetzt kommen wir zu meinen Favoriten. Die 6. wäre Z-Holdings. Kennt man eher als Yahoo Japan. Und das ist eigentlich so die Webseite in Japan, gehört zur einen Hälfte zu SoftBank und zur anderen Hälfte auch zur ehemaligen amerikanischen Yahoo, die das aber weiter verkauft und soll jetzt in SoftBank integriert werden. Ja, das ist eigentlich so ein Webportal, wie man es vielleicht in Deutschland von web.de kennt, aber sie haben da ganz viele Sachen angeschlossen. Also man kann E-Commerce, man kann Sachen bestellen, man kann Payments machen. Also da haben sie ganz viele verschiedene Internetseiten, die da einfach unter diesem Portal drunter hängen. Aktie ist auch relativ teuer und sollte zur Aktie Nummer 7 integriert werden, nämlich der SoftBank. Ja, SoftBank, die haben ein bisschen viel Mist auch gebaut mit WeWork. Man darf nicht vergessen, dass ein gründergeführtes Unternehmen ist, was aus dem Nichts in den letzten 30 Jahren oder 25 Jahren entstanden ist und sie auch einige Erfolge haben. Also dieser Vision Fund, der irgendwie 100 Milliarden investieren kann, vor allem auch von den Saudis, da kriegen sie gute Managementgebühren und das hat natürlich auch wenig gekostet, um das zu starten. Ja. Plus sie haben viele Beteiligungen, die auch ganz interessant sind, wie zum Beispiel an Alibaba, sind allerdings hoch verschuldet. Was ein bisschen das Negative von SoftBank ist, aber da soll auch was passieren, dass sie sehr, sehr viel auch im Telekom-Segment haben. Aber das US-Telekom-Geschäft soll mit T-Mobile in den USA fusioniert werden, deshalb positiv. Und in Japan könnte es auch so einen Spin-off geben, da sie hier mehr Konkurrenz bekommen, zum Beispiel durch Rakuten, die ein eigenes Netz aufbauen werden. Ja, also SoftBank ist so ein bisschen, der Gründer ist ein bisschen verrückt. Aber wenn da mal die Sachen ein bisschen klarer werden mit den Aufteilungen Telekom und Internetgeschäft, dann kann es, glaube ich, wieder spannend sein. Ich bin aktuell nicht investiert, aber es ist ein Titel, den ich auf jeden Fall strukturell auch gerade wegen der Alibaba-Beteiligung interessant finde für Japan. Kommen wir jetzt aber mal zu den Aktien, die ich selber auch im Portfolio habe. Das erste davon wäre Rakuten. Ich habe es schon angesprochen, die sind langsam Probleme auch für SoftBank, weil sie ein eigenes Mobilfunknetz in Japan aufbauen wollen. Ein bisschen wie United Internet. Deswegen ist die Aktie richtig stark abverkauft worden, weil die Investoren das nicht mögen. Es kostet erstmal Geld. Die Telco-Analysten finden es sehr, sehr schlecht. Ich glaube, es ist trotzdem langfristig die richtige Entscheidung, zumal Rakuten auch ein eigenes E-Commerce-Netz hat, wo viele Sachen angeschlossen sind. Die Leute können so Punkte sammeln und können dann damit Aktien handeln oder das auf anderen Rakuten-Webseiten verwenden. Sie gehen auch ein bisschen international, wobei das jetzt noch nicht so groß erfolgreich ist. Zum Beispiel sponsern ja den FC Barcelona, weil der Gründer von Rakuten irgendwie ein Freund von einem Piqué ist. Haben da auch so ein Rakuten TV und Kobo, so ein E-Reader, aber sind da halt immer eher so ein MeToo-Produkt. Trotzdem allein das Japan-Geschäft halte ich für insgesamt sehr unterbewertet, wenn man die ganzen Sachen zusammenzählt. Sie haben zum Beispiel auch eine Beteiligung an Lyft und Pinterest, die ja eigentlich auch ganz interessante Firmen sind. Auch zum Beispiel an Viber, diesem Voice-Messaging-System, was ich gerade glaube auch in Afrika sehr stark ist. Also da sind schon ein paar spannende Sachen dabei und wenn man das alles zusammenzählt, ist Rakuten meiner Meinung nach interessant. Die nächste Aktie wäre Asahi, was ganz anderes. Das ist so die Biermarke in Japan, haben mit Kalpis auch so einen ganz spannenden Erfrischungsdrink, haben auch zum Beispiel zugekauft in Europa mit das sehr berühmte Pilsner Urquellbier und auch Peroni gehören auch zu Asahi. Und im Verhältnis zu den anderen Bierkonzernen weltweit sind sie relativ günstig. Wachstum war vielleicht nicht so hoch und waren sehr auf Japan fokussiert. Trotzdem finde ich das eigentlich als defensive Beimischung ganz interessant. Und die 10. Aktie aus Japan wäre Panasonic. Die sind Weltmarktführer in der Batterientechnologie und da auch der Zulieferer für Tesla. Kann natürlich sein, dass sie Tesla nicht mehr exklusiv beliefern, weil Tesla einfach so stark wächst und sie es alles nicht stemmen können. Aber sie können natürlich dann auch Toyota oder andere OEMs beliefern.
Und ich glaube, der technologische Fortschritt ist immer noch vorhanden. Haben natürlich auch noch viele andere Sachen, wovon auch einige Sachen Mist sind, andere Sachen ein bisschen interessanter. Also auch bauen zum Beispiel so eine Zukunftsstadt. Aber insgesamt transformiert der Konzern sich weg von Konsumprodukten wie Fernseher mehr zu B2B, wo, glaube ich, eher die Stärke auch der Japaner liegt, weil sie nicht mehr so gut im Marketing sind, aber immer noch qualitativ hochwertige Produkte produzieren können. Und Panasonic, glaube ich, ist da insgesamt auf dem richtigen Weg. Haben zum Beispiel auch im Solarsegment was, wo sie ein bisschen teuer sind, aber haben auch sehr, sehr viele nachhaltige Produkte. Und auch sonst haben sie sich eigentlich auch zum smarten Automobilzulieferer gemausert, wo sie eigentlich nichts mit dem Verbrenner zu tun haben, sondern aber andere Sachen, Infotainment etc. ins Auto reinliefern. Das waren also meine 10 Aktien für Japan. Wenn ihr noch spannende Werte kennt, gerne kommentieren. Insgesamt ist der Markt natürlich nicht ganz so interessant, weil wenig Wachstum da ist, aber man darf nicht vergessen, es ist immer noch eine Riesenkategorie, auch im MSCI World und auch ein Riesenindustrieland, was, glaube ich, auch langsam so ein bisschen das Schlimmste hinter sich hat und was mal wieder ein bisschen kommen könnte, da insgesamt der Aktienmarkt, wie gesagt, auch relativ günstig bewertet ist. Vielen Dank fürs Zuschauen und schau dir auch gerne noch meine anderen Aktienvideos an, wo ich immer die besten Liste zu verschiedenen Themen und Ländern mache. Da gibt es sicherlich, wie gesagt, noch spannendere als Japan.